Ja, moin Leute. Jetzt mal ein spontaner Stream, spontane Aufnahme zu Directive 9. Und zwar ist das ein Roguelike-Shooter oder Game. Ich habe es vorhin gerade auf Saschas Kanal gesehen, von Arbeits. Und dachte ich mir, das sah sehr spaßig aus. Ist wohl sehr knifflig, also Roguelike üblich. Alles verlieren, ne? Alles oder nichts. Die Level bauen sich wahrscheinlich auch jedes Mal anders auf. Und ja, was müssen wir mal gucken, ne? Sie haben ein paar Einstelloptionen. Nur mal so als Hinweis, ich habe es gerade schon mal gestartet. War schon im ersten Raum und da ist es irgendwie abgestürzt. Ja, es ist noch Early Access, mal gucken. So, Main Event, ne? Das stimmt alles. Snapturn lasse ich auch so. Okay. Gut, fangen wir mal an. Hier können wir wahrscheinlich dann unsere Skills anpassen. Geben wir uns dann freischalten. Machen wir erstmal eine MK4 Pulse Rifle und ein Plasma-Schild als Standardwaffen. Und den Rest müssen wir uns halt freispielen. Ne? Gut, starten wir mal. Mal gucken, ob es jetzt wieder abkackt. Gut, also Low-Poly-Style, comicartig erhalten, aber passt halt, ne? Muss ja nicht immer die High-End-Kraft sein. Okay, kann ich was hochnehmen? Ja. Hier ist übrigens gerade abgekackt. Hier drauf geschossen, wolltet bzw. drauf schießen. Und da war Feierabend. Gut. Gut, da ich ja jetzt gerade ohne Kamera spiele, wie gesagt, das war mehr oder weniger spontan. Das hätte jetzt alles zu lange gedauert, alles einzurichten. Kann ich mich natürlich auch freidrehen, ne? Dann stört das auch nicht beim Zuschauen. Okay. Was haben wir hier? Tentakel. Okay. Okay, also das. Ein bisschen Physik. Sagen wir mal, Pseudophysik ist vorhanden. Okay, also da kann ich nichts machen, oder wie? Da kann ich auch nichts einsammeln anscheinend. Okay, da wurden irgendwelche Zombies gesammelt, oder was? Komisch. Aber was kann ich mit den Munitionskisten machen? Ja, kann ich auch drauf schießen? Passiert auch noch nichts. Okay, also ich muss von Hand nachladen. Ist ja wie ein Pavlov hier. Okay. So. Atmosphäre ist auch schon eindringlich, ja. Oh Gott. Okay. Ach, das sind auch welche. War noch einer? Noch Schritte? Da. Astronauten. Oh, 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 oh. Das haben sie auch cool gemacht, so ein bisschen fast Slow-Mo-Style. Mit den Flugbahnen her, von den Projektilen. Das kommt cool rüber, muss ich sagen. Oh, oh, oh. Ah, du Scheiße. Okay. Was haben wir hier? Schocktherapie. Stun nearly enemies, okay. Also so eine Art EMP-Granate anscheinend. Gadget Wizard. Pick an Item. Sieht's hier auswählen oder was? Ah, hier oder was? Okay.
Und jetzt, was sie macht? Komisch. Die wahrscheinlich drauf schießen können, ne? Das war bestimmt in der Luft geflogen hier. Ein Inventar oder sowas? Ah, okay, also wenn ich in den Rücken greife, kann ich zwischen Pistole und MP switchen. Okay, cool. Was ist hier? Hier ist nix. Nee. Okay. Und hier noch mal ganz kurz gucken. Ah, nee, habe ich. Ach doch, da habe ich unendliche Muni anscheinend. Ich muss zwar nachladen, aber kann die halt unendlich einsetzen. Na gut. So. Weiter geht's. War der Elektriker am Werk? Ah, die stehen erstmal ganz ruhig da. Man rechnet nicht mit denen und dann werden sie da irgendwas getriggert. Da. Okay. Also, Gewehrmunition habe ich jetzt gerade nicht. Die muss ich ja einsammeln. Die wird nämlich quasi hinterlassen als Loot. Oder? Ist das richtig? Ach, Mensch. Ach, hier. Moment. Einsammeln, 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 einsammeln. Aber wie komme ich jetzt an die Munition ran? Das ist ja blöd. Und zwar, oh, kann zwar schön sprinten hier, aber komme ich denn jetzt an die Muni ran? Noch ein Magazin drin, deswegen wahrscheinlich. Was ist das? Knockbacks. An enemy knockback. If they hit an obstacle, increase chance to inflict stun. Hier, wie so ein Kickback irgendwie. Kann ich den irgendwie zurückstoßen oder was? Lucky. Increased health pack drop chance. Okay. Also höhere Chancen auf Medikit. Photonic Discharge. Chance to take damage und 5 Minuten. Oh, okay. Pick an Item. So, jetzt nochmal gucken hier. Ah, jetzt. Okay. Das Magazin nicht ausgeworfen vorhin, deswegen konnte ich natürlich nicht nachladen, ne? So, nächster Raum. Wie gesagt, ich vermute mal, die Räume sind jedes Mal anders angeordnet. Oh, cooler Sound. Hört sich fast an wie so ein Lichtschwert. Okay. Ja, aber Plaster können wir jetzt. Doch cool aus, ja. Hat was.
nicht irgendwas. Ah, doch. Jetzt geht's plötzlich. Im ersten Raum ging's nicht. Komisch. Okay. Neben mir, ne? Ist ja dieselbe Waffe, die ich hier habe, ne? Ja. So, da noch eine Muni-Kiste. Okay. Sehr schön. So, die haben nichts drin. Ach Quatsch. Next room. Okay, was ist das? Ja, gute Idee oder was? Oder nicht? Oh. Jetzt? Das war die erste Mission. Okay. Continue, natürlich. Und jetzt weiter. Not enough credits. 121 credits. Okay, also das kann ich mir noch nicht leisten hier. Brauche ich noch ein paar Credits? Okay. Okay. Sind wir wieder hier? So. Okay, jetzt geht's. Oder das geht nur mit der Pistole, weil die unendlich Muni hat. Das kann natürlich auch sein. So, was haben wir hier? Genau, das haben wir gemacht. Hand hinter der Schulter und schon können wir die Waffen wechseln. Turn full FSC Weapon Modes. Okay. Mod. Ah, okay, da kann ich die also upgraden noch, das ist ja cool. Ah, was ist das? Ach du Scheiße. Alter. Junge, ey. Das sind ja Viecher, ey. Ist ja Panik, ey. Ach du Scheiße. Hä? Scheiße, das hat mich erwischt. Gems and Curity inflict burning heavy effects. Okay. Wird jetzt null. Jetzt müssen wir wieder ganz von vorne anfangen. Na prima. Macht wirklich Laune, muss ich sagen. Mal gucken, wie lange, ne? Das sieht anders aus. Also die Level sind wirklich jedes Mal anders angeordnet. Deswegen die Downloadgröße von, glaube ich, 150 MB, wenn überhaupt. Ach du Scheiße. Oh, Junge. Gehen wir lieber mal mit vollem Magazin in den Krieg, hä?
Item, wo nehme ich das denn her? Soll ich das crappen oder was? Scheiße. Scheiße. Ich komme mit dem Handling noch nicht so richtig klar, ja. Mist. Mein Fresse. Also erst Magazin rausschmeißen, leeres Magazin. Eigentlich kenne ich es ja von Pavlov, ne? Oder Zero Caliber. Das ist doch manchmal nicht so einfach anscheinend. Ah, Wumms. Und? Jawohl. Das muss ich erstmal noch rauskriegen, ja. Was das ja für eine Funktion hat. Eine schöne Erklärung, aber irgendwie kann ich das ja nicht zu meinen Kampftaktiken hinzufügen, oder? Da muss ich ja irgendwas machen, ja. Kann ich auch was aktivieren? Scheint auch nicht. Schweinert. Ach, das ist gelb. Ach, okay, wenn ich das anwähle, das wird quasi auf die Waffe übertragen. So ist das wahrscheinlich zu verstehen. Okay. Pistol und MK. Okay. Also die sind dann andere Projektile sozusagen, ne? Irgendwie. Na, Schaden oder was weiß ich, EMP. Schaden. Fragezeichen.
dran schießen. Na jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. Alter Falter. Ja, kam überraschend. Blöd sind die auch nicht, ja? War auch nicht schlau. Irgendeine Granate fallen lassen, der Sack. Manisch so weak. Okay, Mission 1. Mehr Credits als vorhin schon. Immer gut, ne? Also der Entwickler hat übrigens auch einen Discord. Ich bin da vorhin schon beigetreten. Obwohl ich das Spiel überhaupt geladen hatte. Also man hatte, als man hätte, ne? Ja, und kann man natürlich fleißig in die Entwicklung mit eingreifen noch. So, Mission 2, mal gucken, ob wir das schaffen. Was jetzt? Hä? Oh nee. Ich bin schon wieder getroffen, ich fass es doch nicht, ey. Ach, das ist. Naja, gut. So ist es halt, ne? Wenn man sich das doof anstellt, wird man halt bestraft. Ach, Mann. So ein bisschen was von Cosmo Truck, ne? Nur halt ein bisschen gespecktere Grafik. Macht auf jeden Fall Laune. Achso, ein Coop wäre natürlich auch cool, ne? Kann man so zu zweit ja durchzocken. Was ist denn das? So. Ja, eigentlich auch geil, wenn die Gegner trotzdem schwerer werden. Oh, ein Abi kriegt ja wieder schwerer werden würden. Je nach Durchgang. Kurz, was ist das? Increase chance to enemies explode on death. Okay, mal gucken.
Ja, was kann ich denn da machen? Das ist eine Munitionskiste. Ach, hier steht's. Moment. Ach, kann ich mir jetzt aussuchen, was ich haben will, Leute. Bullet Bloom. Chance of spawning your bullets when hitting it. Barbit. Coolen Spawn. Ach, das sind die Upgrades. Apply Bullet. Die Frage ist ja, habe ich die Mods denn auch verloren? Das werde ich rauskriegen, denke ich. Das werden wir noch früh noch rauskriegen. Hits, half of 40, mit spawning mit bullets when hitting a target. Das ist aber nur für die Pistole, ne? Hm. Mal gucken. Ach, Scheiße. Ah, ey. Scheiße. Nee. Oh, das ist doch... Hey, was ist denn jetzt? Was war denn jetzt? Oh, das hat ja zwei Magazine in der Hand. Das ist ja scheiße. Das war jetzt komplett verbuggt, ey. Würde mein Schild aktivieren, ey. Ach man. Eine Runde noch. Dann ist aber Schluss. Das ist ja blöd. Das war jetzt doof. Dadurch, dass ich wahrscheinlich zu schnell gewechselt habe zwischen den Magazinen, die ich nachladen wollte, hat er Pistolen und MP-Munition gleichzeitig in der Hand gehabt und ich konnte auch nichts zum Schild wechseln, ne? Scheiße. Ja, da schaffe ich es nicht weit, ja. Leute. Ja, ist auch schon spät, ne? So, die Mods habe ich natürlich jetzt auch verloren. Ja, ist halt ein bisschen, das finde ich ein bisschen schade. Ich muss noch meinen Schild aktivieren, ja. Wie geht mit der Wand jetzt oder was? Oh, das hab ich auch Schwein gehabt, ey. Ja, Healing Fountain. Eine Heilquelle. Ach, hier, was ist denn das? Ach, das ist das wohl. Hä? Ach, das ist meine Gesundheit, ja, wahrscheinlich. Ja, was kann ich jetzt hier machen? Aufdrücken oder was? Man muss ja echt ruckzuck nachladen. Das muss echt in Fleisch und Blut übergehen, ja. Mein Gott, ey.
So. Mal wieder so Waffe upgraden, ne? Auf das Streak. Critical Hits will grant to Fire Attacks, Coast, and Only Rocks und Pistol. After hitting the same target, so now it's more good. Nehmen wir das mal. Was hat angezeigt hier? Unser Mod. Komisch. Leute verarschen jetzt. Meine, man kriegt es ja nicht mal mit, ne? Man kriegt es ja nicht mal wirklich mit. Außer, dass man es ja an der Hand ablesen kann, aber dann ist es schon zu spät. Gut. Was soll es eigentlich gewesen sein? Bedanke ich mich fürs Zusehen. Gesagt, ein schönes Spiel. Gefällt mir. Sagt, Grafikstil. Passt dazu, muss nicht High-End sein immer. Ja, ist kein Cosmo-Thread. Aber spielt zumindest auch im Weltraum. Na, der Hintergrund da hinten, der hat was von Cosmo-Thread, von dem Logo. Na, jedenfalls. Ja, wer auf solche Spiele steht, denke mal, der kann zuschlagen. Wie gesagt, man kann sich's aussuchen, entweder im App Store für 12,99 oder halt bei Steam für 8,90 €. Genau. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie gesagt, heute mal ohne Kamera, weil es halt sehr spontan war. Und dann euch noch einen schönen Abend. Und ich denke mal, die nächsten Tage werde ich auch mal wieder online kommen mit Kamera. Mal gucken, was mir, wenn es so einfällt, zu spielen. Donnerstag kommt ja Wrath, Oblivion Afterlife raus, ne? Da freue ich mich schon drauf. Das werde ich mir wahrscheinlich auch zur Release gleich holen und sicherlich auch Donnerstag, wenn ich dazu komme, gleich mal antesten. Gut, also schönen Dank fürs Zusehen. Über ein Like und Abo würde ich mich freuen. Macht's gut und bis dahin. Ciao, euer Eiertoaster.